Salz und Licht. Move Audio, das Magazin der Allianz Mission zum Hören. Hochzeit im Dunkeln. Unsere Mitarbeitenden sind verdeckte Missionare in einem Land in Südostasien. Das Haus des Segens ist für viele Studenten ein Platz zum Ankommen. Grace prägte lange diesen Ort mit und durfte nun an diesem Ort erleben, wie ihre Freunde sie dort bei ihrer Hochzeit segneten. Ich würde gern nächsten Monat heiraten. Wäre es möglich, die Feier im Haus des Segens zu veranstalten? Diese Anfrage von Grace, einer ehemaligen langjährigen Mitarbeiterin, konnten wir als Team nur schwer ablehnen. Sie und ihr damaliger Verlobter standen finanziell sehr schlecht da. Unter dem Druck der Eltern musste die Hochzeit jedoch bald stattfinden. Obwohl es sehr kurzfristig werden würde, sagten wir den beiden unsere vollste Unterstützung zu. Wir laden auch nur etwa 60 Gäste ein. Das hörte sich überschaubar an. Dekoration, Essen und Programm, es blieb nicht viel Zeit zum Planen. Viele Helfer waren gefragt. Kurz vor dem großen Tag teilte uns Grace dann mit, dass aus den 60 Gästen etwa 100 geworden seien. Eine Anzahl, die die Kapazitäten des Haus des Segens weit überschritt. Das machte sich dadurch bemerkbar, dass während des Programms aufgrund von Überlastung der Strom ausfiel. 100 Hochzeitsgäste saßen im Dunkeln. Ein kleiner Schockmoment, der jedoch zeigte, welch eine wertvolle Gemeinschaft in unserem Projekt vorherrscht. Etliche machten das Licht ihrer Handys an, andere führten das Programm fort, unsere Mitarbeiter suchten nach dem Problem und Freunde vom Haus des Segens riefen Bekannte an, die für das städtische Stromnetz arbeiteten. Binnen kürzester Zeit konnte das Problem behoben werden und das Hochzeitspaar konnte weiterfeiern. Grace ist eine sehr bekannte Person unter den Studenten, Freunden wie Mitarbeitern des Haus des Segens. Sie ist seit der Gründung des Projekts mit dabei und zeigt vor allem ein großes Herz für Jesus und somit auch für ihre Mitmenschen. Viele junge Menschen hat sie zu Jesus geführt. Viele junge Menschen schätzen sie. Ihre Hochzeit, bei der so viel Ungeplantes passierte, zeigte, wie sie Gottes Liebe auch in ihrem Leben erleben durfte. In so vielen Dingen, die nicht planbar waren, wurde Grace mit Gottes Liebe umarmt, sodass die Hochzeit unvergesslich wurde. Die aktuelle Ausgabe der MOVE abonnieren oder online lesen unter allianzmissionen.de/MOVE.